Ganz oft, meine Damen und Herren, operiert Haydn mit Scheinschlüssen. Das hat man gerade hören können. Und so ähnlich machen wir das auch. Es ist noch nicht zu Ende. Es sieht nur so aus, als ob es schon zu Ende, wäre. Ich will die Gelegenheit nutzen, mich herzlich zu bedanken für die freundlichen und ermunternden Worte über die Arbeit der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dann gewissermaßen überleiten zu dem Festvortrag von Herrn Patzinger. Der wird, verehrte Gäste, meine Damen und Herren, verehrte Festversammlung, Herr Patzinger wird zugleich auf den Wandel frühgeschichtlicher Kulturverhältnisse eingehen. Und ich erlaube mir dazu, sagen wir mal, eine Art von Vorprogramm, würde man das vielleicht bei Popkonzerten genannt haben, einige Bemerkungen zur Wissenschaft im Wandel der europäischen Kulturverhältnisse im 21. Jahrhundert. Dieser Wandel ist allerdings so turbulent, dass sich die ganz großen Fragen kaum vermeiden lassen. Wie wird es weitergehen mit Europa? In welchem Europa wollen wir Wissenschaft betreiben? Was kann Wissenschaft dazu beitragen, die Integration Europas zu einem weltoffenen, toleranten, friedlichen Kontinent zu befördern? Einem Kontinent, der seine kulturelle Vielfalt als Voraussetzung von Lebensqualität, von Legitimität und bürgerlichen Freiheiten versteht und als Voraussetzung sehr guter, sehr produktiver Wissenschaft? In welcher Gesellschaft also wollen wir leben? Die meisten von uns, verehrte Gäste, entstammen einer Zeit, da Antworten auf diese Fragen vielleicht nicht unstrittig, aber doch klar waren. Zwei Weltkriege, Shoah und industrieller Massenmord hatten die Gründerväter und die wenigen Gründermütter der alten Bundesrepublik davon überzeugt, dass die Gesellschaft als demokratischer Rechtsstaat geordnet werden müsse, legitimiert durch das Grundgesetz und alsbald eingebettet in Strukturen des europäischen Zusammenwirkens, die auf Ausweitung und Verdichtung hin angelegt waren. Die Tragfähigkeit dieser Ordnung erwies sich über alle Zäsuren der bundesrepublikanischen Geschichte hinweg. Sie bewährte sich auch an der historischen Erfahrung fortschreitender Differenzierung und Pluralisierung der Gesellschaft. Das international, dann das global werden vieler ökonomischer, technischer, sozialer, politischer, kultureller Bezugsordnungen. Es öffnete die Gesellschaft nach außen und machte sie auch im Innern immer komplexer. Markante Beispiele sind die großen Einwanderungsströme seit den 50er Jahren, vielleicht noch mehr die Wissenschaften, die tiefgreifend zur gesellschaftlichen Modernisierung beitragen und die das Gemeinwesen längst in eine Wissenschaftsgesellschaft transformiert haben. Diese aber, die Wissenschaftsgesellschaft, ist pluralistisch. Sie ist durch eine unübersichtliche Vielzahl von Teilsystemen, Soziallagen, Wissensordnungen, Sinnwelten gekennzeichnet, und zwar in wachsendem Maße. In einem so wachsenden Maße, dass in diesem Pluralismus für die Einzelnen immer auch eine Zumutung stecken kann. Man muss einsehen, und zwar nicht erst in fremden Welten, sondern bereits auch im eigenen sozialen Nahbereich. Man muss einsehen, dass andere Weltverhältnisse pflegen, dass eigene kulturelle Selbstverständlichkeiten von anderen nicht geteilt werden oder ihnen fremd sind, dass wissenschaftliches und nicht wissenschaftliche Wissensformen miteinander konkurrieren und dass die Wissenschaften selbst eine höchst heterogene und vielstimmige Ordnung sind. Pluralisierung geht also einher mit der Zumutung einer, wie Navid Kermani das einmal nannte, mit der Zumutung einer Einübung ins Fremde. Unentwegt sind dabei Irritationen, Ungewissheit, Unkenntnis zu verarbeiten. Das ist anstrengend, das kostet soziale, intellektuelle, psychische Energie. Doch eine freie und friedliche Gesellschaft und erst recht eine moderne Wissenschaftsgesellschaft ist nicht zu haben ohne diese Zumutung, die freilich eine der großen zivilisatorischen Errungenschaften des modernen Europa darstellt, wenn nicht überhaupt die zivilisatorische Errungenschaft des modernen Europa. Diese Errungenschaft in jahrhundertelangen Windungs- und opferreichen Kämpfen musste sie erstritten werden. Wir waren versucht, sie für selbstverständlich zu halten.
In Wahrheit muss sie unentwegt neu verteidigt werden, gegenwärtig ganz besonders. Überall in Europa machen sich neue Nationalismen in vor kurzem noch schwer vorstellbarer Weise breit. Quer durch die europäischen Gesellschaften prägen rechtsradikale Xenophobie und ein längst überwunden geglaubter europafeindlicher Ethnizismus die öffentliche Stimmungslage, während nicht nur in der Türkei oder in Russland, sondern mitten in der Europäischen Union, in Ungarn und Polen, ein populistisch-autoritärer Cäsarismus die staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen zu kapern trachtet. Und es wäre gewiss naiv anzunehmen, dass etwa die Gesellschaft der Bundesrepublik gegenüber solchen Bestrebungen gefeit wäre. Sie ist es nicht. Und wie auf nationaler, so auf europäischer Ebene. Die Binnenspannungen sind unübersehbar. Die Zentrifugalkräfte werden stärker. Das Brexit-Referendum ist ja lediglich der schockierende bisherige Höhepunkt der Krise. Die Legitimitätsschwäche der Europäischen Union ist unverkennbar und ihre Handlungsschwäche auch. Die Flüchtlingskrise zeigt es. Das Staatsschuldenproblem ist unterdessen keineswegs wie von selbst verschwunden. Gegenüber der Idee einer breit legitimierten, pluralistischen, integrativen Union dominiert zusehends ein reduktionistisches, ein bloß ökonomistisches Konzept dessen, was das vereinte Europa sei und sein könne. Und in dieses Vakuum an kulturell gehaltvollen Bedeutungen, welches dieser blasse Technokratismus hinterlässt, in dieses Vakuum stoßen über den gesamten Kontinent hinweg jene Populismen vor, welche mit fehlgeleiteten und in die Irre führenden Simplifikationen, welche die Komplexität der modernen wissenschaftlichen Zivilisation unterlaufen und ihren Zumutungen aus dem Wege gehen wollen. Bestimmend wird das Ressentiment gegenüber fremdem Aussehen, Wissen und Glauben, gegen Eliten und Experten, auch diejenigen der Wissenschaft, gegen die umständlichen Legitimierungsverfahren der repräsentativen Demokratie. Indem nämlich die Populismen erstens das Volk nicht als Demos, sondern als Ethnos vorstellen, also als eine ethnische oder religiöse, gar wie neuerdings der türkische Staatspräsident, als eine homogene Einheit des Blutes. Und indem sie zweitens im Kampf ums polnische Verfassungsgericht, ist das nur ein Beispiel, indem sie zweitens diesen Ethnos als Quelle einer Legitimität beanspruchen, die über Verfassung und Gesetz stehe, indem sie so operieren, entkoppeln die Populismen Souveränität und verfassungsmäßige Ordnung. Konstitutionelle Demokratie droht zu einer Art von Ethnokratie pervertiert zu werden. Und dieser Ethnokratie sind die Instanzen des demokratischen Verfassungsstaats, wie in der späten Weimarer Republik, sind diese Instanzen bloß noch herrschendes System, Altparteien oder Lügenpresse. Diese Demagogie kann direkt in Verfassungskrisen umschlagen. Wie direkt, das steht seit dem Brexit-Referendum wieder deutlich vor aller Augen. Der Wandel der Kulturverhältnisse, den ich hier lediglich auf wenige Stichworte zuspitze, ist rasant und er ist erschreckend. Es lohnt jede Anstrengung, ihm die Offenheit republikanischer Verfassungsordnung und die europäische Kraft der gesellschaftlichen Vielfalt entgegenzusetzen. Was aber, so mögen Sie fragen, haben der technokratische Reduktionismus, was der die Verfassungskrise in Kauf nehmende Populismus, was haben Sie mit der Wissenschaft zu tun? Ich meine geradezu alles. Sie negieren sie. Die Prozesse wissenschaftlicher Erkenntnisproduktion sind ja nicht denkbar ohne Neugier auf das, was ich noch nicht kenne oder weiß, ohne die Erwartung, dass neue Erkenntnisse, neue Entdeckungen meine Erwartungen durchbrechen würden. Forschung ist geradezu programmatisch darauf angelegt, in Frage zu stellen, was wir jeweils zu wissen meinen. Nur eine Gesellschaft, die bereit ist, sich durch Unbekanntes irritieren zu lassen, kann und darf von Wissenschaft und Forschung die stete Erneuerung ihres Wissens erwarten, also
Innovationen. Eben deswegen sind umgekehrt Wissenschaft und Forschung pluralistische Veranstaltungen. Eben deswegen sind technokratische Uniformität und autoritär-populistische Schließungen von Gesellschaft, sind sie eine Gefährdung guter Wissenschaft. Wie unmittelbar diese Gefährdung ist, das zeigen derzeit besonders eindringlich die Verfolgung tausender Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Türkei, einem NATO-Mitglied in der NATO-Gesellschaft Türkei, oder die Unruhen an den indischen Universitäten. Wie sollte wissenschaftliches Forschen denn gut gelingen können in sozialen Kontexten, da intellektuelle Abweichung zum Vergehen erklärt wird und die Scheingewissheit grobschlächtiger Weltbilder an die Stelle höchst komplexer Wissensansprüche tritt? Sehr kurz, meine Damen und Herren, sehr kurz ist der Weg von populistischer Ignoranz zu aggressiver Wissenschaftsfeindlichkeit. Drapiere die sich auch, wie bei Silvio Berlusconi oder Donald Trump, mit den jeweils neuesten technischen Gadgets. Die Fragen der Gesellschaft, nichts weiter wollte ich hier sagen, die Fragen der Gesellschaft sind in der modernen technischen Zivilisation höchst direkt zugleich Fragen der Wissenschaft, ihrer Freiheit, ihrer Produktivität. Als normative Fragen lassen sie sich freilich wissenschaftlich nicht entscheiden. Dass sie für die Wissenschaft belanglos wären, heißt das keineswegs. Dabei bin ich durchaus nicht so naiv zu meinen, Wissenschaft selbst könne Populismen eindämmen oder verhindern. Das muss die Bürgergesellschaft schon selbst machen. Wohl aber können Forschung und akademisches Studium als in der Wissenschaftsgesellschaft sich ausbreitende Praxis, können sie einüben in die neugierige Bereitschaft, sich von fremdem Wissen, von fremden Sachverhalten produktiv irritieren zu lassen. Das ist vielleicht nicht viel. Nichts, aber ist es nicht. Es ist jenes unabschließbare Vorhaben, das einmal den ziemlich stolzen Ausdruck Aufklärung getragen hat. Mit diesem Vorhaben ist die Wissenschaft, die Idee moderner Wissenschaft noch immer verbunden. Nur mit neugieriger Offenheit kann sie neue Einsichten über die und Handlungsoptionen in der Welt produzieren. Nur so kann sie dazu beitragen, dass die Gesellschaft besser über sich Bescheid weiß als jene Ressentiments, die sich in den Endlosschleifen der Talkshows oder den Erregungswellen der Social Media unentwegt selbst bestätigen. Was wüssten wir ohne moderne Wissenschaft schon über die Voraussetzungen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens? Was über den Klimawandel? Wie sollte unsere Gesellschaft ohne Wissenschaft überhaupt mit den Zumutungen ihres strukturellen Pluralismus, mit den Anforderungen einer immer komplexer werdenden Welt umgehen können? Des enormen Gewichts moderner Wissenschaft sind wir gewiss, deswegen muss man in einem solchen Rahmen es nur in rhetorischen Fragen artikulieren. Aber diese Wissenschaften bleiben an Voraussetzungen gebunden, die sich keineswegs von selbst verstehen. Die vermutlich entscheidende ist dabei, dass auch auf der Ebene des Forschungs- und Wissenschaftssystems selbst, dass auch dort der strukturelle Pluralismus der Institutionen und der Finanzierungsmodalitäten von Wissenschaft ebenso gewährleistet und gepflegt wird, der strukturelle Pluralismus ebenso wie der intellektuelle Pluralismus der Denkstile und Forschungspraxen. Neues Wissen, also die Umordnung der gegebenen Wissensbestände, setzt immer auch kognitive Unordnung voraus. Keine gute Forschung daher ohne wissenschaftskulturelle Pluralität. Und das führt uns nun zum Schluss wieder nach Europa und zu seiner aktuellen Wissenschaftspolitik. Diese, die europäische Wissenschaftspolitik, setzt nämlich auf ein gänzlich utilitaristisches Konzept der Vereinheitlichung. Sie schränkt Forschung immer stärker ein auf real solutions für real problems, wie der zuständige Kommissar Moedas das formulierte. Und sie bereitet so den Boden für jenen ökonomistischen Reduktionismus, von dem ich vorher sprach. Sie droht
diese Politik. Sie droht, jene Prinzipien preiszugeben, welche sie für traditional constraints hält, welche indes in den zurückliegenden Jahren tatsächlich Europas wissenschaftliche Leistungskraft und Innovationsfähigkeit gerade begründet hatten. Den Pluralismus der Wissenschaften, die Spannung von Wahrheitsbezug und Nützlichkeitsbezug von Forschung, die Spannung zwischen beidem, die Unabhängigkeit gegenüber direkten wirtschaftlichen, politischen, gesellschaftlichen oder ideologischen Vorgaben. Es ist unklug, impact-orientierte Forschung gegen wissenschaftliche Neugier auszuspielen und so die vielfältigen gesellschaftlichen Funktionen von Wissenschaft geradezu dramatisch zu unterschätzen. Impact in der Forschungspolitik, das ist in der Regel ja nichts anderes als eine unsichere Impact-Erwartung. Die ist legitim und sie ist wichtig, wo Forschung auf gesellschaftliche Problemvorgaben hin direkte Lösungen zu erarbeiten sucht. Doch diese Erwartung auf künftigen Impact zum Kriterium der Forschungsförderung überhaupt zu hypostasieren, das würde die gesellschaftliche Leistungsfähigkeit moderner Forschung massiv beschränken. Nicht weniger falsch wäre es, europäische Wissenschaftsförderung auf technologische Innovationssubventionierung oder regionale Strukturpolitik eng zu führen. Vielmehr käme es gerade gegenwärtig alles darauf an, auch hier den kulturellen, den intellektuellen Reichtum der europäischen Gesellschaften zur Geltung zu bringen und eben auf diese Weise die sozialen, die wirtschaftlichen, die kulturellen Funktionalitäten moderner Wissenschaft zu entfalten. Und das setzt dann allerdings voraus, dass auch in der Wissenschaftspolitik, dass die Europäische Union gegenüber den nationalen Ordnungen subsidiär bleibt, nicht umgekehrt. Oder ganz konkret, Fördersysteme müssen auf nationaler wie auf europäischer Ebene und im Verhältnis der beiden zueinander. Sie müssen komplementär angelegt sein. Sie haben der Idee eines europäischen Forschungsraums zu folgen, welcher nicht den Abbau forschungskultureller Optionen in Kauf nimmt, sondern vielmehr Wirkungskraft und Wirkungsreichtum moderner Forschung steigert. Worum es also geht, das ist die Idee eines Europas, das auch in der Forschungsförderung auf die integrative Kraft des Pluralismus setzt, auf die wissenschaftskulturelle Vielfalt auf Europas, ohne welche die wahrhaft weltumgestaltende Kraft europäischer Wissenschaft undenkbar wäre. An einer solchen Europäisierung der Wissenschaftspolitik und Forschungsförderung sollten wir arbeiten. Sie wäre nicht zuletzt ein Beitrag dazu, jene Legitimitätsschwäche zu beheben, die in der aktuellen Krise Europas vollständig unübersehbar und besorgniserregend deutlich geworden ist. Ich hatte, meine Damen und Herren, eingangs gefragt, in welcher Gesellschaft wir leben und Wissenschaft betreiben wollen. Und diese Frage habe ich offen gelassen. Immerhin erinnert sie daran, dass Europas Zusammenhalt, dass der demokratische Verfassungsstaat, dass eine intellektuelle Haltung der neugierigen Offenheit und dass schließlich der strukturelle Pluralismus der europäischen Wissenschaftskulturen, dass all dies weder voneinander zu trennen wäre, noch von selbst sich versteht. Wir müssen es energisch pflegen und zuweilen, so fürchte ich, zäh verteidigen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.